dran, dann probier es mal selber. Und du hast es so hergestellt, dass es gut ist. Sag mal, Josef, wo schickt der eine Käfer hin? Weltweit nimmt die biologische Vielfalt leider sehr stark ab. Der Rückgang an Arten, an Sorten, aber auch an Lebensräumen und an genetischer Vielfalt soll unter anderem durch das Biodiversitätsprogramm Bayern 2030 gestoppt werden. Die Regierung von Schwaben fördert Projekte, die sich mit der Biodiversität auseinandersetzen, und die Umweltbildung spielt dabei eine wichtige Rolle. Klassenzimmer Alpen ist jetzt eben ein Projekt, das der Landesbund für Vogelschutz umsetzt, um Schüler an die Natur heranzuführen, um ihnen einfach das Verständnis für den Wert der biologischen Vielfalt zu vermitteln. Wir sind mit Schulklassen im Verlauf der Jahreszeiten unterwegs und untersuchen die Artenvielfalt auf Bergwiesen oder am Bach. Und die Artenvielfalt ist eben ein Beispiel für biologische Vielfalt, der für Schüler sehr, sehr griffig ist und an dem sie sehr viel forschen und erleben können. Unsere Gruppe hat zum Beispiel an Eintagsfliegenlarve und dann eine Steinlarve und noch mehr kleine Tiere. Wir haben da auf jeden Fall viele Ketten und so eine ausgestorbene Raupe. In Bezug auf biologische Vielfalt sehen Kinder das eigentlich als normal an, was sie tagtäglich wahrnehmen. Und deswegen ist es auch wirklich schwierig, wenn Schüler zum Beispiel rausgehen und nur die Standard-Löwenzahnwiese vor der Haustür antreffen, weil das ist für sie dann normal und sie werden die bunten Blumenwiesen nicht vermissen. Es ist schön zu sehen, wie sich Kinder im Laufe vom Projekt entwickeln. Sie werden sehr viel achtsamer im Umgang mit Tieren und Pflanzen. Sie agieren eigentlich irgendwann wie junge Wissenschaftler, die die Sache sehr ernst nehmen, und sie fühlen sich dadurch auch verstanden und ernst genommen. Es ist auch ganz anders als Schule, weil da lernt man mehr. Wir haben zum Beispiel verschiedene Vogelarten gehört, zum Beispiel Alpendohle oder Bergpiepser. Und mir hat das eigentlich hier ganz viel Spaß gemacht. Also im Klassenzimmer Alpen haben die Kinder einen enormen Lernzuwachs. Denn sie lernen Kompetenzen, die ja auch in unserem neuen Lehrplan verankert und gefordert werden, die sie draußen eben ja ausprobieren können. Sie können entdecken, sie können forschen, sie müssen ihre Erkenntnisse dokumentieren im Forscherprotokoll, sie müssen präsentieren. Also sie haben hier eine Bandbreite, die unerschöpflich eigentlich ist, und dadurch nehmen sie unheimlich viel mit. Wir möchten dazu animieren, das Klassenzimmer für kurze Zeit in die Bergwelt der Alpen zu verlegen, und unterstützen Schulen sehr gern, wenn sie das Projekt selbstständig umsetzen wollen.